So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Lost Planet 3 mit unseren gefühlslosen Mitmenschen. Ich muss schon sagen, es ist da ein bisschen lustlos gestaltet, die ganze Geschichte. Aber naja, ich hoffe mal, die ganze Story wird noch besser. Was? Thomas? Quatsch mal mit Thomas. Der Coronis. Die Basis ist nach dem Landungsschiff benannt, das jetzt über dem Abgrund hängt. Nevek. Keine Ahnung, was der Name an sich bedeutet. Scott sagt, er stammt aus einer griechischen Sage oder so. Aha. Hört sich für mich nach Hämorrhoidensalbe an. Sorry, Mann. Ich schwafle nur. Ja, es klappt halt schon nur in Schmerzen. Wenn wir ums Überleben kämpfen, ist es hier stinklangweilig, kann ich dir sagen. Sehr erfreut auch. Ja, die Antwort passt auch völlig, überhaupt nicht. Oh mein Gott. So, da klappt ja schon wieder gegen Steine. Weil da kommt Wasser aus. Okay, können wir hier am Rad drehen? Nein, man kann ja nicht am Rad drehen. Außer an dem Gürnrad. So, blink. Oh, meine Schatz. Meine Schatzkiste. Oh, was ist hier drüben los? Gruppensammlung. Kendrick Kovac übernimmt die Leitung unseres Labors? Seit Jahren verfolge ich seine Laufbahn. Der war mal ein Wunderkind. Dr. Kovac war der Jüngste, der jemals den Kubrick-Preis für Forschung. Irgendwie sieht es aus, als wären die alle solche Möchtegern-Hip-Hopper. Genetik gewinnen konnte. Hör doch auf, das hast du dir doch jetzt ausgedacht. Also, ich habe gehört, dem fehlen mehrere Nukleotide am DNA-Strang. Hey, sie sind doch mit ihm angekommen. Wie ist er so? Tja. Interessanter Bursche. Funktioniert prächtig. Ja, klingt sehr überzeugend. Ach, das ist Ihr Mech bei Gale. Der mit seinem Spielzeug für große Jungs. Keine Frage, kluges Köpfchen, großes Naturtalent. Ah ja. Lege seinen Fokus nur auf Wissenschaft und nicht auf Riesenrobotern. Vergeudetes Potenzial. Das ist kein Roboter. Glauben Sie ja nur kein Wort. Lidke erzählt immer das Gleiche, seit sie mit Gale bei der Sonnenwindfeier rumgemacht hat. Nur um dann rauszufinden, dass er erst 2 Wochen später 18 wurde. Bin mir ziemlich sicher, ich sollte Ihnen das nicht erzählen. Hey, schauen Sie mal im neuen Labor vorbei, wenn der Anbau fertig ist. Ist angeblich jede Woche soweit. Wir werden Großes vollbringen, das kann ich spüren. Na, leider die Waldfee. Da bin ich auch mal gespannt, ob die Großes vollbringen können. So. Was mit dem Gelangweilten hier? Du hast den besten Part hier. Bezahlt für die Erkundung der Rätsel einer unbekannten Welt, nur dank eigener Cleverness überleben. Tja, und ich sitze hier in dieser Basis fest, die sich jederzeit losreißen und abstürzen kann. Ah ja. Das heißt wohl, dass die Basis nicht wirklich sicher ist, oder wie? Das ist natürlich sehr aufbauend. So. Haben wir denn hier Hübsches? Der 20. Kolonist kriegt irgendwann einen Lagerkoller. Okay. Die Leute brechen zusammen, rennen raus und verschwinden. Innerhalb von 2 Jahren haben wir 4 Kolonisten verloren. Geht doch noch. Auch Diaz, ihre Vorgängerin. Die Arme. Wenn sie je das Gefühl haben, sie packen's nicht mehr. Wenn sie Halluzinationen haben und unter schwerer Paranoia leiden, kommen sie zu mir. Und wer bist du? Klar. Toll. Ich kenne dich nicht, aber ich komme erstmal zu dir. Oh, da rennt einer mir entgegen. Dich kriege ich, komm. Wettrennen. Ach, das hat er noch ab. Leute, Ende dieser Woche müssen wir laut Plan das Panel des Hektrikers. So, guck mal, du noch mal irgendwas zu erzählen hast. Ja, er hat erzählt mir auch was. Wo genau stehe ich hier? An der wärmsten Stelle im Hangar. Locker 10 Grad wärmer als sonst vor. Habe ich per Zufall entdeckt. Weiß keiner außer mir. Also, außer dir und mir. Wenn du hier morgen stehst, dann müssen wir mal reden. Ja, nee, ist klar. So, ist rum. Scheiß drauf. Jetzt machen wir mal zu unserem Mech. So. Die Kunden haben alle einen Vollladen weg. So, Gale. Jim geht raus! Machen wir den Mech fertig, Leute! Und noch mit Ankündigung. So, dann schauen wir mal, was für ein Prachtstück wir haben.
Schick, schick. Gar nicht mal schlecht. Danke. Das hier hast du gar nicht gebraucht. Was war das? Willst du es dann mal versuchen? Hyperdehnbare Kernretraktoren. Ich nenne das den Cockpit Express. Ein paar sitzt vorn und eins hinten. Einfach einhaken, am Seil ziehen, wupp. Und mit wupp meinst du, dass ich mich 10 Meter in die Höhe schleudern lasse und hoffe, mir nicht das Genick zu brechen? Wenn die Alternative lautet, gefressen zu werden? Ja. Schöne Alternative. Boah, gut war eine gute Überzeugungsarbeit, ja? Ja, mal gucken, was jetzt bei unserem Wupp rauskommt. Tja, daran wird man sich erst noch gewöhnen. So, damit sitzen wir in unserem Mech. Diagnose abgeschlossen, Test abgeschlossen. Hey Leute, ihr mit... Okay, der Mech hat den Check bestanden. Aber mal sehen, ob die Servosteuerung wie gewohnt arbeitet. Nur zu, probier den Greifarm aus. Greifarm war... Toll! Test ah, gut. Die Servos des Bohrerarms mit einem Schlag. Okay. Siehst du, wie viel schneller dein Arm ist? Kleines Geschenk von mir. Okay, nur noch einige Tests. Jetzt der Bohrer. Ja, cool. Ich habe den Schild der Mechstreben auf Klasse 4 verbessert. Versuche eine Verteidigungsposition. Was halt der Q gedrückt? Schön. Du wirst das hier auf Edien 3 öfter brauchen als bei jedem anderen Job. Klasse. Okay. Wir sind fertig. Geben wir dein Mech frei. Du bist frei! Hey! La Roche, bitte komm. Corona ist an La Roche, hören Sie mich? Oh, verdammt, wir dürfen La Roche jetzt nicht verlieren. Wir haben Diaz doch gerade erst ersetzt. Hey, Chief, Jim Payton hier. Hören Sie mich? Payton, ist Ihr Mech schon aktiviert? Ja, der Kleine versteht sein Handwerk. Aber sicher bin ich jetzt nach einem Probelauf. Ist der Franzose immer noch nicht zurück? Das ist wohl hier mein Einweiser sozusagen. Er hat auf die Sprüche leider nicht reagiert. Warum gehe ich ihn da nicht suchen? Ich weiß, wo wir uns getrennt haben. Und er hat uns mehr als einmal den Arsch gerettet. Schon gut, Payton. Sie haben ja Ihren ersten Auftrag. Viel Glück. So, jetzt stehe ich vor einer verschlossenen Tür oder was? Ah, Sesam, öffne dich. Okay, also einfach nur auf die Tür zu latschen und schon geht's auf. Ja, mal gucken, ob das bei der nächsten Tür genauso wunderschön funktioniert. Das Coronis wird betreten. Der Hangar wurde aus geborgenen Teil der Coronis-Schiffs erreicht. Errichtet. Reicht, ich kann noch nicht mal lesen. Was ist denn heute Abend los? Es könnte wieder daran liegen, dass es nach Mitternacht ist. Gut. Mit Schnellrennen hat er es nicht so. Schade eigentlich. Oh ja. Das scheint wohl dieses Schiff zu sein, dieses Landungsschiff. Sieh sich das einer mal an. Das sieht wie schlecht geparkt aus, eher gesagt. Sie können den Mech verlassen. Oh, draußen bin ich. Okay. Dann schauen wir uns mal eine Runde um. Boing. Hab ich das Ding umgeschmissen? Nee. Boah, das Ding bewegt sich immer von selber. Machen wir ihn hier verrückt. So. Wir sind also jetzt darunter will ich. Und jetzt sind wir das erste Mal außerhalb dieser Station. Also das zweite Mal im Prinzip. Ja. Ja, klingt das nicht ganz so gesund. So, was haben wir hier? Eine Luke. Bing. Oh, was ist denn hier? Was haben wir hier? P, ein Spezialkommandanten auszuwählen. Okay. Ah, cool, die Dinger kann man also auch borgen. Die muss man nicht kaufen. Ist natürlich auch schön.
checken wir mal die Höhle. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ah, ein Audiolog. Oh, cool. Eines schönen Tages haben wir auf EDM3 unseren eigenen Minenbetrieb. Doch bis dahin genieße ich es, wie die Crew die Coronis ausschlachtet und sich ihr Metall holt. Diese Jagd nach Rohstoffen erinnert mich an zu Hause. Wie Mama immer gesagt hat, nutze alle Teile vom Walross. Also, was hat denn da für eine Mama zu Hause gehabt, wenn der alle Teile von Walross nutzen soll? So, haben wir ja noch einen Waffenschrank oder was? In den Mist steigen. Ach cool, ich kann auch von hinten rein. Aha, von hinten. Wir müssen da lang. Was ist denn jetzt los? Hey Schatz. Hi. Okay, ich habe mal für mich beschlossen, dass Holla, es normal ist, diese Monologe für dich aufzunehmen. Ist total normal. Oh, sexy ja. Ist es schon mal. Hey, ich hab mir gedacht, ein wenig Musik könnte dir helfen, da draußen normal zu bleiben, dich an zu Hause zu erinnern. Ich hab eine Playlist mitgeschickt. Ich hoffe, es klappt alles und du kannst sie dir in deinem Mech anhören. Okay? Das war's für heute. Sag Bescheid, okay. Wenn du heil angekommen bist. Bin heil angekommen. Ich vermisse dich auch. Ich kenn dich zwar nicht, aber... da lang müssen wir nicht. Da sieht ziemlich ein bisschen zu aus. Da lang. Der Schatten ist ja Oberbörner. Licht. Licht. So, da ist ein Tor. Die arbeiten ja alle wie die fleißigen Bienchen. Ich laufe jetzt einfach mal eine Runde geradeaus. Stampf, stampf. Treibstoffdepot wird betreten, okay. Okay, man kann also einfach mal durchlaufen. Na gut. Das sieht nicht das, gut aus. Nee, sieht besser wirklich nicht. Besser den Pfad folgen. Bist du in Folge der Spur? Na gut, dann wollen wir mal der Spur folgen. Coronis, hier spricht Peyton. Hören Sie mich? Oh, das Ding sieht Peyton, nicht gut aus. Hier, Coronis, Mitte, laut und deutlich. Irgendein Zeichen von La Roche? Ich habe seinen Mech gefunden. White Canyon Junction. Er ist ziemlich übel zugerichtet. Aber keine Spur von ihm selbst. Danke für das Update. Suchen Sie einfach weiter. Ich weiß, er ist irgendwo da draußen. Braddock out. Schade. So, den sein Mech sieht wirklich sehr kaputt aus. Was? Den Mech verlassen. Splittergranate hinzugefügt. Ne, ist ja wunderschön. Oh ja. Die Schrodi. Die Schrodi vom Cody. Hallo? La Roche. Bist du da? Okay, scheint keiner da zu sein. Oh. Au. Was drücke? Scrollen, um die Waffe zu wechseln. Habe ich ja schon. Oh, von hinten. Oh. Jo. Na, komm her zu Baba. Bam. Schön. So. Also jetzt, wir müssen jetzt erstmal gegen diese armen Tierchen kämpfen. Die nichts ausrichten können gegen meine Schrotflinte. Da liegt irgendwas. Ah, Points. Tankpunkte. Danke. Danke. Ich bin eindeutig viel zu viel am Gucken. Ich weiß. Da hoch. Gut, ich denke mal, da brauchen wir erst irgendwas, um da hochzukommen. Aber da wir bis jetzt an sich jetzt noch nichts davon haben, würde ich sagen, wir machen einfach mal Mission weiter. Doing!
Ja, beziehungsweise, ich würde sagen, wir stoppen einfach mal. Und wie es hier weitergeht, das im nächsten Part bei Lost Planet 3. Oh, ist mein Mech geil hier oben. Aber was macht er da oben? Ciao.